Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie einmal Multimedia funktionieren, beziehungsweise wie man sie anschließt und benutzt. Und das Ganze möchte ich an einem Beispiel machen, und zwar möchte ich gern diesen Widerstand bestimmen. Gut, bei den heutigen Widerständen, ich kann den mal näher halten, die haben so farbige Ringe. Und anhand dieser farbigen Ringe kann man ja, durch entsprechende Tabellen nachlesen, was die bedeuten. Und dann weiß man den Wert. Beziehungsweise hier steht er sogar oben drauf. Wie auch immer, schauen wir uns mal so ein Multimeter an. Das ist jetzt ein großes Demonstrationsmultimeter. Die für den Heimgebrauch sind natürlich deutlich kleiner. Es gibt natürlich Multimeter, das kann dieses hier auch. Hier unten kann man es vielleicht lesen. Der kann tatsächlich Widerstand selber bestimmen. Wir machen es aber mal zu Fuß, damit man wirklich das Ganze mal lernt. Normalerweise nimmt man die Multimeter entweder als Voltmeter oder als Ampermeter. Und mir geht es jetzt hier in diesem Video einfach mal darum, zu zeigen, wie man Volt und wie man Ampermeter anschließt. So, dazu habe ich natürlich meinen Widerstand. Dann habe ich hier so ein Steckbrett. Der Widerstand kommt hier rein. Hier habe ich schon eine Spannungsquelle. Da habe ich 5 Volt eingestellt. Und jetzt habe ich meinen Stromkreis gebastelt. Das heißt, hier fließt jetzt Strom durch. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Widerstand oder auch sogar die Leistung, die hier in Form von Wärme jetzt abfällt, zu bestimmen. Und zwar, wenn ich die Stromstärke und die Spannung kenne. Und genau das möchte ich jetzt messen. Dazu habe ich hier ein Multimeter, das habe ich entsprechend schon auf Volt gestellt. Normalerweise fängt man immer bei dem größten Messbereich an und hangelt sich dann zu dem kleineren vor. Hier weiß ich aber schon, dass ich hier 5 Volt angelegt habe und es gab 100 Volt macht jetzt keinen Sinn, weil ich dann natürlich Genauigkeit verliere. Das heißt, man nimmt immer den kleinstmöglichen dann. Also, in dem Fall wäre das 10 Volt, weil 3 Volt ist ja zu klein und 10 Volt ist sozusagen das kleinste, was ich nehmen kann, was aber noch größer ist als diese 5 Volt, die ich hier angelegt habe. Und was weiß ich, jetzt 100 Volt zu nehmen, macht keinen Sinn, weil ich dann hier vorne der Zeiger, das kann ich ja kaum ablesen. So, nachdem ich das gemacht habe, hier liegt ein Kabel rum, kann ich es wagen, das Ganze anzuschließen. Hier habe ich schon meine beiden Kabel und das Entscheidende ist ein Voltmeter. Das wird immer parallel geschaltet. Also ich möchte die Spannung wissen, die an diesem Widerstand anliegt. Also gehe ich auch parallel zu diesem Widerstand hier dran und simsalabim, hier kann ich jetzt meine 5 Volt ablesen. Jetzt schauen wir uns das Ampermeter an. Beim Ampermeter funktioniert es genauso. Ich stelle das natürlich auf Ampere ein und hangel mich da auch vom größten zu dem kleinsten Messbereich vor. Gut, aus meiner Erfahrung her weiß ich, dass wir hier eher im Milliampere-Bereich sind. Daher habe ich Milliampere eingestellt und habe hier den größten Bereich bis 300 gewählt. Und bin jetzt bereit, das Ding anzuschließen. Um ein Ampermeter anzuschließen, dieses Ampermeter, das schaltet man immer, ja, in Reihe. Das heißt, ich muss meinen vorhandenen Stromkreis an einer Stelle sozusagen auftrennen. Das ist die Stelle, wo das Ampermeter mal hin soll. Ups. Da ist das Kabel ein bisschen kurz. So. Schließe ich hier an. Und das zweite Kabel
kommt jetzt an die Stelle, wo ich eben das erste Kabel raus gemacht habe. Und also, man trennt den Stromkreis auf, um das Ampermeter anzuschließen, und in die aufgetrennte Stelle, da misst man sozusagen, welcher Strom durchfließt. Daher kann man auch schon was zum Thema Widerstand über diese beiden Kumpanen hier sagen. Ein Voltmeter, was parallel geschaltet hat, muss einen sehr hohen Widerstand haben. Und ein Ampermeter, was in Reihe geschaltet wird, muss einen sehr geringen Widerstand haben, damit es entsprechend nicht die Messung beeinflusst bzw. irgendwie zum Hindernis wird. Jetzt habe ich hier schon gesagt, beim größten Messbereich fängt man an. Was ich hier sehe, gucken wir mal, ob wir das besser hinkriegen. Wenn ich das so richtig sehe, sind das keine 100 Milliampere. Und daher drehe ich das Ganze mal auf 0 bis 100 Milliampere. Und jetzt habe ich hier auch eine ordentliche Anzeige. So. Und jetzt kann ich schön einmal die Spannung, die Stromstärke ablesen. Und naja, R ist halt U durch I. Das heißt, ich kann die Spannung durch die Stromstärke teilen, aber Achtung, immer die SI-Einheiten verwenden. Das heißt, Volt, gut, wird hier schon fertig angezeigt, und Ampere. Hier stehen aber Milliampere. Das heißt, ich muss das Ganze noch entsprechend in Ampere umrechnen. Ist in dem Fall nicht schwierig. Milli ist ein Tausendstel. Das heißt, wir haben hier so schätzungsweise 0,5 Ampere. Oder? Nein, stimmt nicht ganz. 0,05 Ampere, weil es sind ja ungefähr 50 Milliampere. So, dann hatte ich noch was über Leistung erzählt. Leistung ist in dem Fall auch relativ einfach. Die wäre Spannung mal Stromstärke, also U mal I. Das gibt in dem Fall hier die Leistung. Im Prinzip aber gleiche Geschichte. Ich muss Volt einsetzen und Ampere einsetzen und nicht Milliampere. Das heißt, da muss ich dann auch wieder nicht die 50 Milliampere, sondern die 0,05 Ampere verwenden. Soweit, so gut. Klar, heutige Netzteile haben natürlich den Vorteil, dieses schicke Labornetzteil hat hier Volt- und Ampermeter bereits eingebaut. Da wäre die Sache einfach gewesen. Aber hier ging es wirklich mal darum zu sehen, wie werden die eigentlich angeschlossen und wie bedient man die. Soweit, so gut.